Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Kürzlich sagte ein Augsburger IG Metall-Bevollmächtigter bei einer Demonstration für die Stahlindustrie: Stahl ist nicht alles, aber der Anfang von vielem. Dem stimmen wir, denke ich, insgesamt wirklich zu. Die Stahlindustrie hat als Basisindustrie eine zentrale Bedeutung für die industrielle Wertschöpfungskette. Wir haben das heute jetzt schon vielfach gehört. Denn ohne Stahl keine Autos, keine Maschinen, keine Schiffe, keine Flugzeuge, Messer, Töpfe oder auch Präzisionswerkzeuge in ihrer vielfältigsten Art. Insbesondere die deutsche und europäische Stahlindustrie ist mit ihren hochwertigen Stahlen die Grundlage für unzählige Innovationen und Hochtechnologien. Dazu zählen Windräder genauso wie effiziente Turbinen. In der Stahlindustrie, auch das wurde schon mehrfach erwähnt, und in den stahlintensiven Branchen sind Hunderttausende Menschen in Deutschland und Europa beschäftigt, davon viele im Mittelstand. Kurzum, wir brauchen hochwertigen Stahl und wir brauchen deswegen eine deutsche und europäische Stahlindustrie. Damit diese eine Chance hat, dafür müssen wir uns mit Nachdruck einsetzen. Und deshalb ist auch dieser Antrag heute enorm wichtig, dass wir uns dem auch stellen, auch heute im Plenum diskutieren. Und lassen Sie mich die Bedeutung der Stahlindustrie auch anhand einiger Beispiele und Zahlen, vor allem aus meiner Heimat Bayern, verdeutlichen. Die deutsche Stahlindustrie beschäftigt etwa 90.000 Menschen. Daneben sind vor allem die nachgelagerten stahlintensiven Branchen von großer Bedeutung. Und im Automobilsektor und in der Bauindustrie alleine werden über 50% des deutschlandweiten Stahlbedarfs benötigt. Das heißt, keine Energiewende ohne Stahl, keine Elektromobilität ohne Stahl und kein Wohnungsbau ohne Stahl. Um nochmal auf Bayern zu kommen, wir sind auch dafür bekannt, Stahlindustrieland zu sein. Zumindest waren wir bis vor einigen Jahren ein sehr hoch innovatives Stahlindustrieland. Wir haben allein in der Oberpfalz sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch verloren durch die Stahlindustrie, und wir haben es geschafft, weil vorhin der Strukturwandel angesprochen wurde, wir haben es geschafft, diesen Strukturwandel auch herzustellen, auch in der Oberpfalz, mit sehr viel Engagement und mit sehr vielen auch Verlusten, die wir hinnehmen mussten. Aber heute floriert das Ganze. Auch das, denke ich, muss man hierzu sagen. Und Bayern ist auch dafür bekannt, dass wir ein hochinnovatives Land sind, ein hochinnovativer Standort sind. Mit Hochtechnologien und beispielsweise auch gerade im mittelständisch geprägten Maschinenbau. In der stahlintensiven Baubranche in Bayern sind rund 140.000 Menschen beschäftigt, im Automobilbereich alleine 184.000 und im Maschinenbau 218.000 Menschen. Dies entspricht etwa einem Drittel des produzierenden Gewerbes in Bayern. Und die Arbeitsplätze sind daneben, neben dem, dass sie sicherlich manches Mal sehr beschwerlich sind, auch hoch attraktiv und hochqualifiziert. Auch das muss man festhalten, dass gerade in dieser Branche Arbeitsmarktbedingungen herrschen. Und so haben allein in unserer Heimat Oberpfalz im Jahr 2014 rund 90.000 Menschen eine Anstellung in der Metall- und Elektroindustrie gefunden. Und dabei liegt der Anteil der Betriebe mit weniger als 250 Beschäftigten bei 85%. Also gerade auch der kleine Mittelstand, der mittlere Mittelstand, hat hier eine ganz starke regionale Verwurzelung. Und was ich auch erwähnen möchte, die Ausbildungsplätze sind genauso attraktive, vielfältige Ausbildungsplätze genau in diesem Bereich der mittelständischen Unternehmen, gerade der kleinen mittelständischen Unternehmen, nicht unbedingt nur auch bei den großen. Es heißt auch nicht, dass Arbeits- und Ausbildungsplätze automatisch alle verloren gehen, wenn es in Deutschland und Europa keine Stahlindustrie mehr gibt. Aber die Unternehmen, die auf hochqualitativen Stahl und innovative Stahlprodukte angewiesen sind, bekommen massive Probleme, wenn sie einseitig von außereuropäischem Stahl abhängig wären. Nochmal ein konkretes Beispiel, Maxhütte in der Oberpfalz. Hier werden Stahlrohre sowohl für Automobil, für die Energiebranche produziert. Und hier höre ich, dass diese auf hochwertigen Stahl angewiesen sind, wie auch beispielsweise aus den Lechwerken nahe Augsburg. Die gesamte Stahlindustrie hat eine besondere Bedeutung für Bayern, Deutschland und für Europa.
Vielleicht noch mal zu China und den Wettbewerbsverzerrungen. Ich möchte es noch mal wiederholen, es ist nicht hinnehmbar, dass vor allem die chinesischen Unternehmen den europäischen und deutschen Markt mit Stahl zufluten. Alleine von 2012 bis 2015 haben sich die Stahlexporte aus der Volksrepublik China mehr als verdoppelt. Von etwa 55 Millionen auf 112 Millionen Stahl. Und ein fairer Wettbewerb kann dabei nicht aufkommen, wenn chinesische Unternehmen den Stahl zu Niedrigstpreisen anbieten. Und ich möchte betonen, es geht nicht darum, dass China eine florierende Stahlindustrie hat, die sich im Rahmen eines fairen Wettbewerbs durchsetzt. Nein, das Problem ist, dass der chinesische Stahl durch staatliche Maßnahmen teilweise unterhalb der Herstellungskosten verkauft wird. Ein Gedanke noch auch zur Energiewende und zu den Strompreisen. Auf nationaler Ebene müssen die richtigen Weichen für eine wettbewerbsfähige Stahlindustrie gestellt werden. So auch im Rahmen der Energiewende. Eine besondere Bedeutung, und da möchte ich auch noch mal kurz darauf eingehen, für die Stahlindustrie hat die Eigenstromerzeugung auf Basis von Kuppelgasen und anderen Restenergien auch durch die Kraft-Wärme-Kopplung. Mit dieser Hilfe dieser Verfahrenstechniken kann die Stahlindustrie einen Großteil ihres Strombedarfs selbst erzeugen. Diese Verfahren sind nicht nur energiepolitisch, sondern auch ökologisch betrachtet sinnvoll. Die Stahlindustrie ist eine der energieintensivsten Branchen, wir haben es gehört. Aber nicht deshalb alleine sind sie von den hohen Stromkosten betroffen, sondern auch dadurch, dass wir Stromleitungen brauchen, gerade zu solchen energieintensiven Betrieben, Hochstromleitungen. Auch deshalb müssen wir dafür sorgen, dass der Leitungsausbau in den nächsten Jahren zügig vorankommt, vonstatten geht, damit auch unsere energieintensiven Unternehmen tatsächlich Versorgungssicherheit bekommen. Transport und Verbrauch gehen leider nicht immer zusammen. Und im Ergebnis mussten deshalb oftmals Kraftwerke hoch oder runter geregelt werden. Eine weitere Möglichkeit, steigenden Strompreisen entgegenzuwirken, ist das Thema Speicher. Speicher, nicht nur Batteriespeicher, Pumpspeicher, auch die Umwandlung elektrischer Energie in Speicher. Speicher sind vielseitig, dezentral einsetzbar, eben dort, wo sie gebraucht werden. Und sie können aktuell nicht wirtschaftlich betrieben werden durch den Letztverbraucherstatus. Und es geht auch nicht darum, den Speichern einen Vorteil zu verschaffen, sondern darum, diskriminierende Rahmenbedingungen auch hier zu beseitigen. Nur so können sie wirtschaftlich betrieben werden. Und nur so wird Deutschland auch seinen Platz. Wir sprechen über die Innovationskraft der Stahlindustrie, wir sprechen über die Innovationskraft auch der gesamten Wirtschaft, auch bei den Speichertechnologien. Und nur so können wir Spitzenreiter im Bereich der Speichertechnologie auch in Deutschland bleiben. Um hohen Strompreisen entgegenzuwirken, das dient auch der Stahlindustrie in Deutschland. Die Stahlindustrie in Deutschland, lassen Sie mich zum Schluss kommen, und Europa ist kein notwendiges Übel, wie es früher oftmals formuliert wurde, sondern die Grundlage für Wirtschaftskraft und Innovation. Strahlkraft hinaus auch in andere europäische Länder, insbesondere auch für Bayern. Lassen Sie uns für die richtigen Rahmenbedingungen kämpfen. Ich denke, mit dem vorliegenden Antrag, der dient zur Stärkung der Stahlindustrie in Deutschland und in Europa. Wir machen hier einen richtigen Schritt, und deshalb bitte ich Sie darum, diesem Antrag zuzustimmen. Dankeschön. Andreas Lemmel ist der letzte Redner zu diesem Tagesordnungspunkt für die CDU-CSU.